Die Rückkehr der WM-Helden war fast so kolossal wie das Turnier in Brasilien selbst. Nach der großen Feier auf der Fanmeile in Berlin ging es für 5 unserer 7 Bayern-Profis heim nach München. Und natürlich wurden die Weltmeister gebührend empfangen vom gesamten Vorstand unter Karl-Heinz Rummenigge und Ministerpräsident Horst Seehofer. Umrahmt von bayerischen Tönen haben die Jungs nach so viel Samba ja auch lange nicht gehört. Bastian Schweinsteiger gab der bayerischen Erde sogar gleich ein Küsschen. Horm ist halt der Horm. Wir waren viel unterwegs jetzt und jetzt wieder hier in der Heimat zu sein, ist was so Schönes, hat man auch vermisst. Wir gehen jetzt da in Urlaub und versuchen uns so schnell wie möglich zu regenerieren. Ist leider nicht viel Urlaubszeit da und ja, dann kommen wir auf jeden Fall wieder und sind trotzdem gut gelaunt. Danke dir. Ja, ein Traum. Das Wetter ist ähnlich warm, aber nicht so schwül. Das Bier frisch gezapft. Also, nee, die Musik, die man kennt, also traumhaft. Und mit dem, was wir erreicht haben, ist natürlich noch schöner, hier zu landen. Es war schön, dass man wieder daheim ist. Wir waren jetzt lange unterwegs, 5 Wochen. Konnten uns Gott sei Dank belohnen für die ganze Zeit. Aber jetzt ist man dann doch wieder froh, wenn man zu Hause ist. Und dann geht es irgendwann wieder von vorne los, muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben das letztes Jahr gut hinbekommen, nach der Trippelsaison, dass wir uns dann wieder fokussiert haben auf was Neues. Und ja, jetzt sind wir Weltmeister geworden. Und in 3 Wochen geht wieder alles von vorne los. Also für alle heißt es jetzt erst einmal Beine hochlegen im Urlaub. Und die Weltmeister stoßen dann am 5. August in Portland auf alle anderen, die sich ja dann schon auf der USA-Reise befinden. Aber auch hier bei uns in der Säbener Straße gab es heute wieder einen Neuankömmling. Franck Ribéry ist aus dem Urlaub zurück und legte nach seiner Rückenverletzung, die ihn ja zum WM-Verzicht zwang, wieder richtig los. Und auf seine deutschen WM-Kollegen, da war er so stolz wie Oscar. Es gab viele SMS hin und her, wie er uns auf fcb.de verriet.